Diagnose Speiseröhrenkrebs. Wie geht es weiter? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es bei uns um Tumore in der Speiseröhre. Sie können in ganz unterschiedlicher Höhe des sogenannten Ösophagus sitzen. Und wir sprechen jetzt über die Behandlung. Bei mir ist Dr. Jörg von Rittberg. Er leitet das zertifizierte Speiseröhrenzentrum im Department für Chirurgie der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, gerne. Diese Tumore in der Speiseröhre, in welcher Höhe sitzen die meistens? Also letztendlich, der überwiegende Teil sitzt tatsächlich so im mittleren, unteren Bereich. Also das sind zumindest auch die Lokalisationen, mit denen wir in der Chirurgie am meisten mit zu tun haben. Beziehungsweise auch eben im Übergangsbereich zum Magen tatsächlich. Das heißt also, die Speiseröhre, die ja dann in den Magen irgendwann übergeht, es kann durchaus sein, dass noch ein bisschen Platz ist unterhalb des Tumors, den man dann gefunden hat. Oder es kann auch sein, dass der direkt auf dem Magen... Genau, die auch teilweise in den Magen reingehen. Tatsächlich, ja. Also tatsächlich so diese Grenzregion. Ja. Woher kommt da so ein Krebs? Ja gut, es ist bei den allermeisten Krebsarten ja meistens dann doch irgendwie letztendlich eine spontane Mutation irgendwann mal im Zellkreislauf. Gibt natürlich auch gewisse Risikofaktoren, das wie bei allen Tumoren auch, also zum Beispiel Plattenepithelkarzinom, sicherlich ja Rauchen oder Alkohol auch mit assoziiert ist. Da geht es um verschiedene Krebsarten dann wahrscheinlich, oder? Also ist, man unterscheidet bei den Speiseröhrentumoren tatsächlich. Die zwei wesentlichen Arten oder die Haupttumorarten sind tatsächlich das Plattenepithelkarzinom. Plattenepithel ist letztendlich die Schleimhautauskleidung der Speiseröhre selber, also vom histologischen Aspekt wie quasi die Haut auch. Und weiter unten im Magen-Darm-Trakt letztendlich hat man ein anderes Epithel, das Zylinderepithel. Und da sind es dann die Adenokarzinome letztendlich. Also Adenokarzinom und Plattenepithelkarzinom sind so die beiden Haupttumorarten. Da gibt es natürlich auch nochmal so ein bisschen Besonderheiten dann bei anderen oder was die Tumorentität betrifft, aber das sind so die beiden Haupttumoren. Ist es so, dass man diesen Speiseröhrenkrebs da weiter höher sitzt, Plattenepithel nennen Sie den ja dann, dass man den kriegt zum Beispiel vom Rauchen und von Alkohol? Nee, das alleinig ist nicht der Grund. Nee. Also das ist, weiß man ja auch aus anderen Lungen oder anderen Tumoren, jetzt Lungenkrebs etc. Das ist halt natürlich eine größere Assoziation, definitiv Risikofaktor, aber auch nicht alleiniger Grund am Ende. Ne? Und der mehr am Magen dran sitzt, kommt der von Reflux? Der kann unter anderem auch tatsächlich aufgrund von langjährigen Refluxbeschwerden auftreten. Also nennt sich ja dann Barrett-Karzinom. Barrett ist letztendlich eigentlich ja im Endbereich der Speiseröhre eine Umwandlung der Schleimhaut von Plattenepithel in Zylinderepithel, also sprich in die Magenschleimhaut. Und das kann unter Umständen tatsächlich auch so weit gehen, dass das entartet und ein bösartiger Tumor letztendlich, ein Karzinom entsteht. Weshalb es dann auch ein Fall sein könnte für Sie. Genau. Genau. Die Symptome, also keiner möchte ja gerne so einen Krebs haben und Halsschmerzen hat jeder mal. Also gibt es eindeutige Symptome? Also letztendlich, oftmals ist es relativ unspezifisch. Ne? Also es ist, Patienten haben irgendwie ein Druckgefühl oder Schluckstörungen, ja, entwickeln teilweise auch Aversion gegenüber gewissen Speisen oder man merkt irgendwie bei bestimmten Speisen, das rutscht irgendwie nicht durch. Oder beziehungsweise ganz tumoreigen oder allgemein Tumorerkrankungen eigen, dass ja, so allgemein Symptome einfach auftreten, begleiten, die einfach relativ unspezifisch auch sein können. Und letztendlich, aber so, da sagen wir, das Leitsymptom sind sicherlich die Schluckbeschwerden und so dieses
Kloßgefühl teilweise, je nach Lokalisation auch natürlich des Tumors. Und was können Sie tun? Also angenommen, man hat den Krebs diagnostiziert, unzweifelhaft, und der Patient kommt dann zu Ihnen. Wie können Sie ihm denn helfen? Kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie weit ist tatsächlich der Patient so in der Diagnostik. In der Regel ist es so, dass die Patienten zu uns in die Chirurgie ja zumindest mal mit einem Tumorverdacht oder wahrscheinlich auch schon einer gesicherten Tumordiagnose zu uns kommen. Und dann ist es im Prinzip so, dass wir, im Grunde genommen ist das quasi die Magenspiegelung, die ambulant schon durchgeführt wurde, mit auch einer histologischen Sicherung, nicht immer. Und dann setzen wir da im Prinzip an und wiederholen in der Regel das auch nochmal, beziehungsweise führen weitere Diagnostik durch, also sprich eine Endosonographie, also ein Ultraschall in der Speiseröhre, beziehungsweise im Magen, um eine mögliche Infiltrationstiefe zu beurteilen oder das umliegende Gewebe um die Speiseröhre herum. Insbesondere wichtig für die Fragestellung zum Beispiel von Lymphknoten, ob es da Auffälligkeiten gibt. Und dann natürlich auch ganz entscheidend eine Computertomographie vom Bauchraum bzw. auch Brustkorb, teilweise auch vom Halsbereich, je nach Lokalisation des Tumors. Und wer entscheidet dann, was gemacht wird? Letztendlich die Tumorkonferenz. Also das ist bei dieser Art von Tumoren immer so, dass die Patienten nach diesem ganzen Workup der Diagnostik in der Tumorkonferenz vorgestellt werden. Da wo alle sitzen, die Chirurgen. Genau, das ist ja genau, also sogenannte interdisziplinäre Tumorkonferenz. Das heißt, die einzelnen Fachdisziplinen sind entsprechend da beteiligt, bis hin zu Pathologie, Humangenetik. Also auch das gehört alles zu einer Tumortherapie am Ende ja dazu. Und da wird jeder Fall oder jeder Patient individuell besprochen und entsprechend seiner Tumordiagnose beziehungsweise natürlich auch Begleiterkrankungen etc. Kriegt da sein eigenes Konzept. Ach so, weil gestoppt. Ja auch das noch verbunden sein kann eventuell mit Chemo, also mit einer sogenannten systemischen Behandlung. Das ist ja wie bei allen Tumoren immer sehr abhängig davon, das gesamte Therapieprogramm letztendlich vom Tumorstadium beziehungsweise insgesamt von der Ausprägung des Tumors letztendlich. Wenn nun chirurgisch eingegriffen werden soll, wären Sie am Zuge. Und was könnten Sie tun? Also wir Chirurgen sind natürlich in erster Linie dafür zuständig, den Tumor rauszuoperieren. Mhm. Also das letztendlich auch da ist natürlich die Frage, wo sitzt der Tumor genau? Also bei den Speiseröhrentumoren, die wir operieren, meistens liegen die, wie gesagt, im unteren Drittel bzw. diesem Übergangsbereich, sogenannte AEG-Tumoren, also des gastroösophagealen Übergangs. Und letztendlich die OP, die wir standardmäßig bei den Tumorerkrankungen des Ösophagus durchführen, ist eine komplexe OP auf jeden Fall, weil wir in zwei Körperhüllen am Ende unterwegs sind, sowohl in der Bauchhülle als auch im Brustkorb auf der rechten Seite. Und wir nutzen letztendlich den gesunden Magenanteil, um hinterher den Speiseröhrenteil, den wir herausnehmen, zu überbrücken, um dann oben wieder an die auch wieder gesunde Speiseröhre anzuschließen. Indem man den Magen ein Stückchen hochzieht? Genau so ist es. Also wir teilen den Magen bei der OP nutzen dann den äußeren Teil letztendlich, um den hochzuziehen. Also es ist ähnlich wie bei einer bariatrischen Chirurgie, also bei einem Eingriff für Übergewichtige, wo man eine Magenverkleinerung macht. Wobei wir nutzen genau die andere Seite, weil die Seite, die man erhält bei der bariatrischen Chirurgie, da sitzen die Tumoren ja dann teilweise im Übergangsbereich. Das würde natürlich im Krebsfall überhaupt nicht helfen. Und dadurch stellt man dann den
Schluckkanal wieder her? Ich nenne das jetzt mal so. Also man stellt die Kontinuität wieder her. Ja, genau. Genau, richtig. Ja. Ja. Und kann der Patient nachher so weiter sein Leben führen wie bis dahin auch? Sicherlich ja, aber es gibt natürlich Einschränkungen. Also das ist, wir verändern natürlich in der Anatomie schon was. Also wir verkleinern den Magen ja durch die Operation. Das auf jeden Fall. Der Magen ist nicht mehr im Bauchraum, sondern zu einem großen Teil auch im Brustkorb. Und gerade was die Ernährung betrifft, hat das natürlich schon Auswirkungen, mehr oder weniger. Letztendlich aber sicherlich so, dass so dieses übliche, man isst morgens, mittags, abends, große Mahlzeiten, das gibt es in dem Sinne nicht mehr so typisch. Also die Patienten sind eigentlich alle angewiesen, tatsächlich mehrmals am Tag zu essen, kleinere Portionen, einfach weil es von den Essmengen auch gar nicht mehr geht. Was er dann wahrscheinlich bei Ihnen auch lernt, wie das dann am besten geht. Genau, das gehört auf jeden Fall dazu, dass die Ernährungsberatung ist ein wichtiger Bestandteil der Gesamttherapie. Mhm. Und das ist aber auch vor der OP oftmals schon ein großes Thema, weil tumorbedingt, erkrankungsbedingt die Patienten teilweise ja in nicht optimalen Ernährungszuständen zu uns kommen. Ja, ja, genau. Und da versuchen wir natürlich frühzeitig schon gegenzusteuern und da, wo es notwendig ist, den Patienten frühzeitig tatsächlich über unsere Ernährungsberatung da Hilfestellung zu geben. Mhm. Zur Operation, Sie operieren mit Da Vinci, also mit einem Roboter. Was ist das Gute daran? Das Gute ist sicherlich, dass man deutlich präziser arbeiten kann. Also es gibt ja so die drei Kategorien. Die offene Chirurgie, die laparoskopische, also minimalinvasive Chirurgie und die robotische Chirurgie, letztendlich ja auch eine minimalinvasive Chirurgie. Und der große Vorteil beim Da Vinci-System bzw. generell bei der Robotik ist, dass man mehr Bewegungsfreiheiten hat als Operateur und dadurch präziser operieren kann. Also Sie haben drei Arme, die Sie in den Körper einführen? Tatsächlich vier. Vier? Also es ist, wobei letztendlich, also ein Arm ist der Kameraarm. Mhm. Und dann hat man einen Arm, der im Wesentlichen zum Weghalten von Gewebe etc. betrifft. Und dann hat man, das sind ja, sag ich mal, auch genauso wie die Hände, die Verlängerung, die zwei Arme, über die man dann die entsprechenden Instrumente, die man halt in der jeweiligen Situation braucht, steuert. Und der Vorteil ist eben, dass man ähnlich wie beim Handgelenk tatsächlich vorne die Spitzen der Instrumente sehr präzise bewegen kann. Und wie wirkt sich das auf die Genesung von dem Patienten aus? Der Vorteil ist sicherlich einfach, dass man präziser arbeiten kann. Das ist und insgesamt dann dadurch auch schonender. Und ja, letztendlich ist es so, die Patienten kommen einfach schneller wieder auf die Beine. Sie haben weniger Wundschmerz, die Mobilisation ist entsprechend früher und in der Regel gehen die Patienten tatsächlich auch ein, zwei Tage früher nach Hause. Mhm. Kurz noch ein Wort dazu, wenn der Speiseröhrenkrebs sehr weit oben sitzt, unterm Schlund. Sind Sie da auch in Aktion? Kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Es ist, aber sagen wir mal, umso weiter man nach oben kommt, ist auch die Strahlentherapie sicherlich ein Thema, was auch in den Konferenzen natürlich auch mitdiskutiert wird. Dass man eher auf diese Art und Weise die Sache bekämpft. Bei bestimmten Konstellationen zumindest eine gute Alternative. Ja, das ist ja, glaube ich, auch der Vorteil so eines Zentrums, oder? Also, dass man ja quasi in alle Richtungen agieren können. Sicherlich, das macht ein Zentrum aus. Na klar, dass man, alle Therapieoptionen vor Ort hat und beziehungsweise natürlich auch dann für die OP, für die Diagnostik, auch fürs Komplikationsmanagement alles vorhanden hat in einem Zentrum. Das ist ja die große Stärke einer solchen Einrichtung dann. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!